Hallo zusammen, ich freue mich, euch ein mega spannendes Interview zu präsentieren. Und zwar habe ich hier Rita, das ist eine Teilnehmerin der Pioneer Training School hier in Winterthur im März. Und wir haben ganz viele spannende Dinge erlebt, aber etwas war ganz speziell bei Rita. Und das ist auch etwas, was zeigt, was eigentlich unser Fokus ist. Wir freuen uns darüber, wenn Jesus Menschen auf der Straße heilt, wenn wir erleben, wie Jesus Menschen befreit. Aber unser Herz schlägt vor allem dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie ihm anfangen nachzufolgen und wirklich gerettet werden und in dieser Rettung weiterleben. Und Rita hat sowas erlebt mit einer ganz speziellen Frau, die sie getroffen hat. Das ist eine 90-jährige Frau. Du hast angefangen, mit ihr zu sprechen und hast ihr das Evangelium erklärt. Was hast du da gesagt? Ja, ich habe ihr das Evangelium erklärt, weil wir so langsam auf Gott zu sprechen kamen. Und nach einer Weile haben wir uns auf eine Bank gesetzt. Ich habe ihr wirklich das ganze Evangelium erklären können. Sie hat alles begriffen. Sie kannte das Evangelium, aber sie sagte mir, so lebendig habe sie es noch nie gehört. Und was war auch noch neu? Also du hast ja auch gesagt, eben Jesus der einzige Weg, das hat sie irgendwie verstanden, auch Ja, schon ja, teilweise ja, geglaubt. ja. Aber das mit der Buße tun, hat sie auch schon ein bisschen gekannt. Aber das mit der Taufe war neu, oder? Das Ja, war neu, dass man sich taufen lassen soll zur Vergebung seiner Sünden. was Buße anbelangt, hat sie gesagt, sie wisse, dass sie eine Sünderin sei und dass sie schon Buße getan habe, dass sie getauft sei, aber sie wusste nicht wie. Als Säugling, meinst du, Als als Säugling ich, war sie ja, getauft, sie ja? war als Säugling getauft. Und dann habe ich von ihr vom Heiligen Geist erzählt. Und das kannte sie nicht. Also Absolut nicht. Taufe zur Vergebung der Sünden, dass das Ja, Sünden ja, abgewaschen ja. werden und das mit dem Heiligen Geist Und kannte sie nicht. Du hast dann mehrmals auch sie noch getroffen, mit ihr gesprochen, über Jesus. Ihr habt nochmal alles nochmal erklärt. ja, genau. Und dann habt ihr abgemacht. Heute Ja. Nachmittag, ihr seid zu ihr in die Wohnung gegangen, sie hat euch eingeladen, ihr wart dort drei Personen und du durftest was machen? Ich durfte sie nochmals fragen, ob sie wirklich alle Sünden bereut habe, ob sie noch irgendetwas auf dem Herzen habe, was sie noch Christus mitgeben möge, dass sie wirklich frei sei. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe noch etwas. Und das hat sie wirklich öffentlich bereut. Und sie war wirklich, wie soll ich sagen, bereit, das alles Gott hinzugeben. Sie hat begriffen, dass es wirklich nötig ist. Und dann, was habt ihr mit dieser 90-jährigen Frau, Und dann die du vor haben ein paar Tagen getroffen hast, die du nicht gekannt hast, der du einfach das Evangelium erklärt hast, was ja. habt ihr heute Nachmittag bei ihr zu Hause gemacht? Dann haben wir nach dieser Reue und Buße, die sie wirklich getan hat, haben wir die Badewanne gefüllt Komm. und haben sie wirklich reingesetzt. Also Und sie wollte das alles. ja, Genau. ja. Und sie hat gesagt, das muss jetzt abgewaschen werden. Hat sich reingesetzt und dann habe ich sie getauft. Auf den Namen Wirklich, von Jesus. ja, ich habe Komm. ihr zuerst erklärt, was ich sagen werde, dass sie weiß, was sie erwartet. Und Dann habt ihr sie getauft. ja, So haben wir schön. sie getauft Okay. und Und für das den hast du Heiligen auch, Geist du hast auch, gebetet. und für den Heiligen Geist gebetet. Und das hast du alles auch hier in der PTS gelernt, wie man Ja. Leute tauft und du Ja, lebst das, du das selber ist wohnst in wirklich Genf. das erste Mal, dass ich das voll durchgezogen habe. So schön, so schön. Jesus ist gut und er rettet Menschen, sogar 90-Jährige. Beruft er, begegnet er, schickt Menschen, seine Jünger und sie erklären ihr das volle Evangelium und er ist gut, er zieht Ja, Menschen. ja. Halleluja, so gut.